In unserem letzten Video hatten wir euch ja schon gezeigt, wie wir hier aus einer alten Badewanne einen richtig romantischen Pool unter der Erde gebaut haben. Genau, da hatten wir ja schon gesagt, dass wir für den Gang vorne jetzt sowas wie eine Bahn bauen. Und ihr hattet schon gemeint, dass wir es auf jeden Fall wieder aus einer Badewanne machen sollen. Also los geht's! Sollte passen. Wir bauen jetzt aus den zwei Rädern hier das Rad, was auf der Schiene laufen soll. Das hier wird unsere Schiene. Dann tauschen wir das hier gegen das kleinere Rad aus. Dann passt es hier perfekt so drauf. Wir haben hier jetzt einen ganzen Stahl, den wir bei unserem Degengeheuer verbaut haben. Der ist jetzt leicht gerostet, aber den können wir eigentlich perfekt für die Schienen nehmen. Da müssen wir jetzt nur so Stücke draus flexen, die dann genau zusammenpassen. Ich würde sagen, unsere Lore ist jetzt erstmal fertig. Wir bringen die jetzt hoch zu der Höhle und legen dann mal die Schienen. Wir legen jetzt hier die Eisenstangen in den Tunnel rein und bauen dann eine richtige Bergeisenbahn rein mit richtig Schotter, Schwellen und hier den Stahlprofilen, wo dann später die Räder drüber rollen. Wir machen hier jetzt alle 30 cm unsere Schwellen rein. Die stabilisieren dann auch nochmal den Gang, dass er nicht zusammengepresst wird. Wir sind jetzt eigentlich fertig, wir füllen jetzt die Zwischenräume hier mit richtigem Schotter auf. Die Schienen sind jetzt soweit fertig. Wir schaufeln jetzt den ganzen Gang wieder zu. Wir hatten ihn ja vorher ausgegraben und machen jetzt die Erde wieder drüber, dass wir nachher richtig durch den Berg durchgehen können. Leo, komm mal schaufeln! It feels like I'm dreaming when I
macht ihr da? Wir machen Peeling. Wir machen jetzt neben den Eingang so eine Natursteinmauer. Ich hoffe, dass uns der Stein hier nicht in den Teich fällt. Der ist viel zu fett. Wow, wow, wow. Okay. Dann arbeiten wir. Wir haben den ganzen Schotter jetzt gerade fertig drin hier, aber jetzt hatten wir uns überlegt, dass es eigentlich noch ein bisschen geiler aussehen könnte. Und zwar haben wir jetzt so Glassteine, also Glasbrocken hier, die machen wir jetzt da unten rein. Das sieht dann so ein bisschen aus wie Lava, das heißt, wir müssen jetzt diese ganzen Schottersteine hier wieder rausholen. Ich finde, das sieht so schon so geil aus. Das sind jetzt auch so LED-Stabs mit noch ein paar mehr LEDs als die normalen. Die haben wir euch auch noch mal in der Beschreibung verlinkt. Dann legen wir jetzt die Steine hier mal drauf. Ich bin so gespannt, wie das aussieht. Sieht wirklich aus wie Lava. Ja, ich finde, es ist so schon mal richtig schön geworden. Die Badewanne muss auf jeden Fall noch motorisiert werden. Schreibt da mal eure Ideen in die Kommentare. Und auch, ob ihr wollt, dass wir in die Mitte zwischen die Gleise auch noch Lava reinfüllen. Genau, den großen Raum bauen wir dann auch noch weiter natürlich. Da fehlen uns jetzt noch ein paar Baumstämme, die kriegen wir erst so in 2 Wochen. Deswegen haben wir jetzt noch ein anderes Projekt, das kommt nächsten Montag, das ist aber auch mega spannend. Wir würden uns auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich bin schon richtig gespannt auf die große Roomtour, wenn das Ganze dann irgendwann fertig ist. Dann sehen wir uns nächsten Montag.